Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sons of the Forest. Ja, Löcher. Erstmal, ist es gammeliges Fleisch hier oder? Nö, ich konnte es essen, es war nur getrocknet. Okay. Das sieht zu gammelig aus, ehrlich gesagt. Okay, das reicht nicht, dann muss ich leider ein Feuer machen. Oder was? Ich überlege gerade, ob ich Konserven esse. Ach, scheiß drauf, nee, ich mach's Feuer. Habe ich was in der Tasche? Nee, habe ich nicht. Dann nehme ich mir da was runter. Boah! Jetzt hat er mir zwei Tech-Rüstungen raus. Mit zwei Schlägen zwei Rüstungen weggehauen, die Sau. Oh, ist ein bisschen viel Leute hier. Das schaffst du schon. Ich glaube an dich. Oh, der hat ein Kreuz auf seinem Körper. Vielleicht kann man den mit einem Kreuz abschrecken. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Vielleicht ist es so ein Zeichen, dass der so an Jesus glaubt oder die Religion kennt und... Der eine Typ läuft gerade um die Mauer rum. Das kann sein, dass er gleich bei dir irgendwie ist. Mhm, ich esse erstmal. Pass auf, dass er vielleicht nicht über diesen noch nicht angespitzten Baumstamm gleich bei dir ist. Der hat sich... Der windet sich gerade im Boden. Hä? Und jetzt ist er tot. Okay. Ich glaube, der ist gerade an den Spitzen verreckt. Ist doch nice. Trinken wir mal einen Schluck. Noch einen Schluck? Naja. Trage ich mal die Leiche einfach mal ins Feuerchen. Man weiß ja. Öffnen natürlich. Was haben wir hier? Jawohl. Aber dann wollen wir dann so eine Art Lagerhaus bauen, wo wir so Regale und so drin haben für... So Zeug wie Wodkaflaschen und so. Ja, oder sowas, Medizin. Sowas in der Richtung, ja. Sowas wäre vielleicht. Die Frage ist, wollen wir das jetzt hier noch innerhalb der Fließ haben? Obwohl, es wird ein bisschen knapp. Nee, das geht gar nicht. Also die Lager. Ach, eigentlich. Nee, da müssen wir wahrscheinlich außerhalb noch mal. Nein, lass ihn los. Der hat was fallen lassen. So. Hinein mit dir. Jo, das sieht ja mal. Moment, die haben ja auch Mutantenrüstung an. Leute, das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Dass man nicht von den Leuten ja auch Mutantenrüstung hat. Mhm. Wieso greifen die uns eigentlich an? Also, die sollten eigentlich gar nicht erkennen, dass wir es sind. Jo. So, dass da hinten drei so Balken, dass man die nicht hauen kann, das triggert mich halt richtig hart, ehrlich gesagt. Scheiß Klump. Ah, ich weiß ja nicht. Also grundsätzlich, ja, okay. Mhm. Bin... Oh, scheiße. Siehst du, jetzt habe ich den Stock aufgehoben. Mann! Okay, ich... Ich glaube, das mit dem Palisaden, das können wir vergessen. Oder wir machen es ein, zwei Meter davor, sodass wir zwischen den Dingern noch Platz haben, weil, Digga, nee, so, das, so kriegt man. Da kriegst du die Krise, also. Da kriegst du die Krise. Ich nehme die, stell dich mal hinter der Wand, bleib mal da. Ich nehme dir mal weg und dann hau mal drauf. Vielleicht ein bisschen Teamwork, vielleicht geht's dann einfacher. Dann geh wieder weg. Zack, und du kannst gleich die Spitze reinmachen, während ich den nächsten wegnehme. Naja, so können wir es echt machen, ja.
Dann geht's ein bisschen schneller. Brauche ich nicht die ganze Zeit in das Inventar und wechseln und Digga. Nein! Ich hab verkackt, warte. Nicht. Ja, nein! Oh, Mann! Nein! Oh, geh jetzt da ran, du Scheißsting. Ach, Mann, ey. So, jetzt. Oh, nein. Nein, jetzt sag nicht so. Sag das jetzt nicht. Echt jetzt? Ja. Warte. Und jetzt? Ja. Oh Mann, jetzt habe ich die Stöcker. Ja, hau dagegen. Ich habe 2 Stöcker kaputt gemacht, ey, seitdem. Och, es ist lästig. Och, meine Fresse. Ah, da kommt Freude auf. Nee, ich merke das schon. Jawohl. Ja, so funktioniert das ganz gut eigentlich. Aber ich muss mal ganz kurz, warte, bleib mal da, weil ich brauche mal kurz 2 Stöcker. Jetzt haben wir wieder keine Stöcker hier in der Nähe. Doch, hier ist das Lager. Ja, ich dachte halt vielleicht mal eine Wiese oder so. Nee, wenn man es braucht, findet man nie was. Ja, ich merk's. So, schneller Zugriff. Aber da muss eine hin. Safe. Und da muss eine hin. Piss dich, ich mag dich da nicht an. Aua, Mann, jetzt schon wieder Rüstung. Was ist das? Frauen ist gefährlich. Was? Chivalry is not dead? Was? Ich habe gerade eine Errungenschaft bekommen, aber ich frage mich warum. Chivalry is not dead. Und drauf war eine Ballerina. Hä? Was? What the fuck? Ja, mach mal. Chivalry heißt ja Ritterlichkeit. Ach, vielleicht weil wir die weil wir die nicht getötet haben. Vielleicht hat das war eine Ballerina. Vielleicht hat das was mit der einen zu tun. Ich habe nichts bekommen. Aber ich glaube, du hast ja bekommen, wo du jetzt da reingelaufen bist und Schaden bekommen hast, vielleicht. Ja, was hat das mit Ritterlichkeit zu tun? Ich habe keine Ahnung. Und Ritterlichkeit ist vielleicht, weil wir so nett und lieb sind. Hä? Piss dich, mal, nicht dieses Anstecken. Können wir das jetzt auch noch hier probieren mit den 3 Baumstämmen? Ja, das machen wir gleich. Ich mag hier noch, da kommt eigentlich noch eins hin, aber so. Nice. Ja, so geht es eigentlich ganz gut. Schaut zwar ein bisschen raus, aber... Oh Mann, der schaut raus. Das kann nicht sein. Das stört mich, dass der rausschaut. Da muss ich nochmal neu machen. So, bitte. Jetzt schaut schon besser aus. So, okay. Ja, das hat ganz, ganz gut hingehauen zu zweit. Akzeptablerer. Also, und Kelvin. Den werde ich mal wegnehmen. Ja. Probier mal. Nein. Oh. Ah, fuck! Ich wollte mich da durchsneaken. Oh, Mann, ey. Warte, ich baue den nochmal weg. Mann, ey. Was ist, wenn ich den wegstelle? Vielleicht ist der Baumstamm verbuggt. Jetzt den nehmen und da hinstellen? Oder liegt es am Baumstamm oder an der Stelle? An der Stelle, glaube ich, ja. Das ist echt nicht. Das kann ja nicht sein, oder? Vielleicht von der Seite hier? Lalalalalala. Scheiße. Da geht's wieder. So eine Rotze. Dämlich. Oh, sowas darf einfach echt nicht sein, ne? Vor allem, weil das ist ja dann auch eine Sicherheitslücke, sag ich mal, in dem System.
Weil sie da drüber halt einfach dann drüber klettern können. Ja, ist einfach wirklich so. Fuck. Ja, es ist natürlich scheiße sowas. Probier es hier mal so. Doch, jetzt! Ah, warte! Ah. Nice! Okay, dann der hier. Lass mal, gönn mir mal. Gönn mir mal den Platz hier. Nein. Ja, scheiß drauf, der schaut jetzt zwar ein bisschen raus, aber obwohl, ja, naja, besser wie nichts. Wenn man es nicht weiß, sieht man es nicht. Oh, da hatte ich aber auch schon so ein paar Dinger, wo man es, ja, der, nee, das geht schon. Lieber ein bisschen weiter rausschauen. Ich stelle den jetzt auch mal ein bisschen weiter rein, vielleicht geht es dann. Immer noch nicht, ich Krise. Mann, ey. Alter. Rot, rot, rot. Jetzt ist schon rot. Der ganze Aal. Mann! Oh lol, jetzt habe ich den verkehrten weggebaut. Ah, vielleicht geht's ja so, warte kurz. Okay. Dafür geht das wieder. Interessant. Interesting. Geh da weg, du kommst da nicht durch. Oder was ist denn nicht? Bam! Voll in your face. Jawohl! Ich hab's hinbekommen. Oh, Gott sei Dank. Hab's hinbekommen. Ich hab gerade was gesehen. Ich brauch mal zwei Baumstämme. Das war jetzt Zufall, dass ich's gesehen hab. Und zwar... diese Richtung. So, und dann. Wie war das? Dann da hochheben. Kohlstöcke und Löffel. Nice! Geiler Scheiß. Ja, okay, dafür geht das jetzt. Das ist ja wenigstens etwas, ha? Huh? Ja. Hast du es überhaupt gesehen? Nee. Du bist so doof. Ah! Ja, das ist doch eine gute Idee, ja. Sehr schick. Ja, das ging ja vorher nicht, aber jetzt geht's anscheinend. Dann würde ich da vielleicht einfach noch zwei Fackeln davor hinbauen. Also können sie wenigstens nur von einer Seite angreifen. Aber hier, ich guck gerade, ob irgendein Winkel vielleicht aus Versehen mal, aber nö. Das ist ja cool. Boah. Ja. Nein, ich habe überlegt, immer so eine Art, weißt du, so einfach, keine Ahnung. Mhm. Ja, finde ich auch toll. Hast du gut gemacht. Fein. Spikes. Dann laufen sie so drüber, ich sehe schon. Ja, deswegen. Ja, aber es, gut, aber es so hat was. Ja, also du weißt, was ich meine. Ne? Ja, es ist, sieht gar nicht mal so mad aus, muss ich sagen. Ja, so wegen mir können wir es gerne so beibehalten. Dann lass was. Andererseits würde ich aber nicht machen, schon allein wegen reinkommen, damit man dann ein bisschen besser um die Ecke smoothen kann hier. Oder? Ja. Yeah.
Oh, du hast ein Vogelhäuslein gebaut. Oh, lol. Oh, richtig geil. Federn. So, dann. Würde ich aber... Würde mich interessieren, ist die Fackel dann einen automatischen Marker? Nee, ne? Würde ich ein Häuslein bauen? Mich stört irgendwie, das muss ich jetzt leider auch nochmal ganz kurz... Och man, du kannst nicht mehr Schädel. Habe ich Schädel in der Hand? Ausrüsten. So. Genau, das... Die alle mal umdrehen, weil... Die haben alle in die verkehrte Richtung geguckt. Mittlerweile. Muss ich mal neu aufsetzen hier. Der passt. Der passt auch. Der passt nicht. So. Eins. So. Zwei. Eins. So. 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 Was ist das eigentlich? Wieso? So. 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 Dann noch mit einer Axt dagegenhauen? Nö, geht nicht. Freunde. Stock, ich brauche. Und jetzt brauche ich einen Stock. Wo ist mein Stock? Das Problem ist gerade, dass man manchmal nicht weiß, ob man was falsch macht oder ob es noch ein Bug ist gerade. Hey, was machst denn du da Schönes? Wollte ich ja eigentlich eine Fackel bauen, aber ich kann es nicht anzünden. Ich hätte gedacht, ich habe eigentlich alles richtig gemacht. Stock rein, Stoff rum, nochmal Stock und anzünden. Echt, diese Stock? Kann ich das nicht anzünden? Wieso kann ich das hier nicht anzünden? Kannst du das anzünden, Engel? Sage ich dir gleich. So, eigentlich laut Bauplan habe ich alles richtig gemacht. Ey, diese Baupläne, ganz ehrlich. Stock rein, Stoff rum, zweiter Stock, anzünden. Zweiter Stock, anzünden. Ja, Tatsache. Hm. Geh mal weg, Frau, ich möchte, dass sie wegholzen. Ja. Geh weg da! Sonst wirst du noch getroffen. Nein, will ich nicht. Voller Wut, aber ich brauche... Oh, schade, ich wollte hier gerade einen Stock klauen. Muss mir hier mal ein paar Stöcker nehmen. So. Es ist der Stoff sogar weg. Das ist ja frech. So, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ach, du bist so dämlich. Schiebt er mich in die... Alter, ich habe jetzt schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mutantenrüstungen und ich die Stecker verloren. Nein. Ach so, man kann die ja nicht verschwenden, ne? Okay, das mit Schädel brennt. Das mit Holz brennt nicht. Naja, dann haben wir halt jetzt eine Schädellampe. Ja, ist okay. Passt eh der ganzen Ding hier an. Passt zu unserem, ja. Schädelfriedhof. So. Ja, finde ich gut. Gefällt mir. Oh. Die
Frage, die Frage aller Fragen ist, wo bauen wir unser Häuschen? Ich würde sagen, hier hin. Dann könnte man das hier so erweitern, weil hier haben wir noch keine Spikes. Dann war die Arbeit nicht so für den Arsch. Dann könnte man die noch so reinbauen. Weißt du, wie ich meine? Ja, weil ich habe hier eh so ein komisches Eck gebaut. Könnte man auch... Ich weiß nicht, ob man... Weil könnte man Tore bauen? Könnte man ja ein Tor zum nach draußen, das andere Tor noch in den anderen Ring, sag ich mal. Ja, also ich weiß, was du meinst. Sag mal so, das so haben wir ja, glaube ich, beim alten ersten, Forest auch. Ja, genau. So, ja. Haben unser Garten war komplett eigen geschützt. Genau. Oh Mann, ich bräuchte jetzt echt einen Schlitten. Oh shit. Bock jetzt die ganze. Ja, weil die Bäume sind halt schon weit weg. Ja, die sind schon krass weit weg. Mhm. Aber das verstehe ich nicht, wieso haben die noch keinen Seilgewehr? Kann ich das eigentlich ausrüsten und kann ich damit auf Gegner schießen oder auf Rehe oder so? Nee, ne? Ich kann damit gar nicht zielen. Ganz schön fett aus, das Ding. Doch, da ist was zum Zielen. Das ist so grob motorisch. Da liegt was am Boden. LOL! Achso, damit kann man halt so Seilrutschen bauen wahrscheinlich. Ich hab zwei. Klar kann man damit Seilrutschen bauen. Ich schieße die ganze Zeit das Reh an. Ist das geil. Das könnte natürlich auch ganz nett sein, wenn man vielleicht auf den Bäumen oben ist und dann das so Seil. Aber... sind die Bäume doch viel zu klein, oder? Ja. Verliere ich die ganze Zeit an das Seil-Ding, ja, oder? Weil er zieht es immer wieder ran. Achso. Das macht halt wohl Bock. Das Geräusch ist auch lustig. Aber macht anscheinend nicht viel Damage, weil ich ihn schon sehr häufig getroffen habe. Das Ray. Cool eigentlich. Also irgendwie auf dem Baum bauen wäre auch ganz nice. Wenn ja nicht so viel Gebüsch wäre. Hm. Boah, dieses Gebüschkram hier. Ja, der Platz weg. So, wie war das? Nee, also zum Rehkillen ist das nicht so geil. Also der hält sehr viel aus. Der spritzt zwar die ganze Zeit Blut, aber ich bin mir gar nicht sicher, ob das überhaupt Schaden macht. Wahrscheinlich nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Einfacher Boden. Zack, 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 okay. Genau die Wand. Na gut, dann komme ich mal zurück. Ich bin schon sehr weit gelaufen. Bambi hat mich sehr weit rausgebracht. Es irritiert mich irgendwie, dass ich jetzt zwei Daumen habe, wenn ich durchblätter. Ja, das macht einen wahnsinnig, ne? Das ist ein bisschen doof. Das war so beim ersten Moment, dachte ich mir, wäh, oh, cool, ne? Volles Detail. Aber eigentlich deckt das deckt das letzte Ding immer ab, ne? Ja. Das ist richtig dämlich. Boah, dass das Holz hier so weit weg ist, das demotiviert gerade ein bisschen zu bauen, ehrlich gesagt. Yep. Was ist das für ein Eichhörnchen hier? Dankeschön.
Füllen wir unser Lager wieder mit Eichhörnchen und Rehe. Ja. Aber es fehlt viel Essentielles, was im ersten Teil definitiv gab. Also so wie... Oder was heißt fehlen? Vielleicht ist es noch nicht freigeschalten, aber dann weiß ich auch nicht, wie man es freischaltet. Sowas wie so Rehständer, so Lederständer und das finde ich schade, dass sie keine Lurcher drin haben. Irgendwie waren die essentiell für... Also die waren geil. Stimmt, die Lurcher, ja. Die waren nice. Die Lurchs. Bring mal frisches Fleisch auf. Das ist sehr nett von dir. Ich gleich mal ein bisschen futtern hier. Ja, also ohne Schlitten ist man jetzt echt gerade so ein bisschen so. Ja, so richtig Bock zum motiviert zum Bauen nicht. Ne? Und ich bin, weiß nicht, fehlt das einfach jetzt, weil wir es noch nicht freigeschalten haben oder? Das würde mich wundern. Das würde mich echt wundern, weil es war doch so ein essentielles Ding eigentlich im ersten Teil. Und so kompliziert kann es ja nicht sein, dass man das so drin haben könnte. Oder man kann schon bauen, nur wissen wir noch nicht wie. Die kann man verstärken? Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. Kann man die stärken? Ah ja, okay, die kann man verstärken. Oh Mann, dafür brauche ich Stein. Oh, das ist so schön. Kann man die ganzen Steine mal endlich mal hernehmen. Ich habe keine Steine. Hast du Steine? Ich muss jetzt mal Steine sammeln gehen. Ich sammle die ganze Zeit die scheiß Steine. Komm, jetzt. Gott sei Dank gibt es ja genug davon. Ah ja, ich bin schon voll. Oh, keine Steine mehr. Das ist ja schön. Och Mann. Wenn du eine Sekunde zu lange auf I drauf bleibst. Ja. Was ist das für ein Zeichen? Heck. Ach, das muss ich erst reparieren. Ja, hier fehlt schon wieder ein Spike. Ey, ich hab das Gefühl, die despawn, ey. Lol. Hier ist ein Baumstamm. Nein, hier ist auch nochmal ein Baumstamm. Lol, hier ist ein ganzer Baum. Hier sind über Baumstämme. Ja, wahrscheinlich hat es der Kelvin gerade gefällt. Kann das sein? Ich weiß nicht, wo das ist. Der ist gerade bei mir mit dem Baumstamm vorbeigelaufen. Auch beschädigt? Ach, überall, wo du dagegen gelaufen bist, ist beschädigt, ha? Ja, mal belassen. Ich habe ja einen Reparaturhammer. Kann ich den nehmen und dann das reparieren? Ja, der war auch beschädigt. Ist jetzt schon repariert? Kannst du da Steine hinmachen? Oder ist bei dir auch das rote Zeichen? Achso, du hast gerade keine. Warte, ich habe einen Stein. Moment. Da kann ich einen Stein hin tun, ja. Okay, dann ist es wirklich, wenn sie beschädigt sind, kannst du nichts anbauen. Ja. Hier fehlen doch auch wieder Spikes. Ey, bin ich bescheuert? Warum sind da so viele Lücken? Auch beschädigt? Kurz haben wir das doppelt hin, okay. Na, passt. Egal. Ja, komm hier bei der Laterne auch. Let's go. Hey, wieso kann ich da keine Steine tun? Ja, wahrscheinlich, weil es beschädigt ist. Warte, lass mich mal hin. Ja, ist wirklich so. Okay. Gut zu wissen. Okay, da okay. Hat die Falle? Ist da was drin? Nö.
Okay. Dann nicht. Die Steine wieder auffüllen. Ja, gut, die Spikes sind jetzt ein bisschen rum, nicht komplett, aber... Ist so eine kleine Ewigkeitsgeschichte, glaube ich. Brennt es jetzt dauerhaft, oder? Ich hoffe doch. Ich glaube, im ersten Teil haben die Sachen auch... Nee, die sind auch schon ausgegangen, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich weiß es auch nicht. Es gab Dauerbrenner, aber es gibt auch Sachen, die ausgegangen sind. Schachtel. Ja, also wir könnten ja schon mal zumindest den Grundriss zumindest mal bauen von dem Gebäude. Ja, klar, kann man, logisch. Kann man eigentlich ausprobieren. Kann man das eigentlich denn hier verlängern? Schon, oder? Lol, nee, das will ich hier nicht. Kann es hier nicht andocken? Wenn es hier zu steil ist, oder was? So, hier kann ich's. Ach je. Okay, jetzt bauen. Jetzt gucken wir mal bei hier rum. Hier, zack. Okay, nee, das brauchen wir auch nicht. Hier, einmal. Ah ja, okay. Einfacher Boden. Mhm. Grundlegende Wand. Mhm. Tür. Fenster. Einzelne Stufe. Mhm. Ah, so. Ah, okay, aber der tut automatisch dann so ein paar Stützen bauen. Das ist wenigstens schon mal ein bisschen angenehm, muss ich sagen. Das ist eigentlich wieder ganz nett gemacht. Warum soll ich da nochmal dagegen hauen? Ich kapiere das nicht. Okay. Okay. Also das hat macht das jetzt automatisch die Stützen. Mhm. Okay. Sehr schön. Die Frage ist halt, ob wir hier über den Weg drüber bauen wollen. Ja, da habe ich auch schon überlegt. Weil eigentlich ist der Weg ja ganz cool, ne? Wenn man hier so lang geht und hier vielleicht so einen Eingang noch. Aber wo bauen wir das sonst denn? Eher hier. Eigentlich so viel zu dem Thema, ne? Nee, da kann man nicht bauen, das ist viel zu steil. Wir bauen hier auch voll am Hügel. Naja. Alles leicht hügelig. Wollen wir es auf der anderen Seite des Weges jetzt bauen, das Ding? Das könnte man machen, ja. Ah ja, so kann man es auch einstecken. Okay. Das könnte man machen, das ist eine gute Idee. Katzenfutter, Tierhautrüstung, Zeitbombe, Fackel, Energiemischung, Blätterrüstung. Mhm. Katzenfutter. Ach so, du kannst jetzt so gesagt, ach so, das in den Dosen, das Konserven, ist Katzenfutter? Ja. Mm, lecker. Ach, wir haben hier die Maske. Lol. Jo. Nein, das will ich nicht. Lilo, Alter, ich sehe gar nichts. Gut, hier ist Schluss, hier ist zu steil. Muss man hier weiter bauen. Wie sieht denn das aus, wenn ich das mache? Hm? Du hast eine Maske auf. Hallo, ich will hier weiterbauen. So, nein, nicht das. Nein, nicht das. Nein, was tust du wohl? Na doch. Passt schon. Nur. Kann ich jetzt mit dem Scheiß gar nichts anfangen. Geil! Geil! Geil, 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 geil. Ich weiß, was das Update war. Richtig was? Snacky. Geil. Oh, das darf ich dir gar nicht. Das darf ich dir gar nicht verraten. Da kriegst du einen halben Orgasmus.
Jetzt bin ich aber ein bisschen buffy. Mhm. Oh yeah. Okay, das tue ich auf 1. Das auf 2. Oh, okay. Ich habe mich schon gewundert, dieses Ding da. Oh, das auf 3. Natürlich. Oh, oh geil. Oh. Geil. Nice. Oh, herrlich, okay. Herrlich. Geil, geil, geil. Ich würde sogar das auf 1 machen und das auf 2 und das auf 3. Wie weit kann man das machen eigentlich? Was tun wir noch? 4? So mit der Medizin, oder? So 4, let's go. Ja, 4 ist auf. Ich weiß nicht, 5 Betäubungsgewehr, 6 Granate. Alter, Digga, ist das dunkel. Molotov. Oh, wie gut. Oh, das ist gut. Später. Ah, obwohl, ich habe ja noch meine Fockel. Kommst du ins Bett? Also. Ja, du. Du, komm. Bitte. Kommst zu mir. 4, 5, 6, 7. Alter, tust du echt bis 7 belegen? Das weißt du dann noch. Nee. 1, 2. Aber wenn ich doch jetzt da durch drücke. Vielleicht nehme ich da noch eine 5 mit. Oder warte, das tue ich auf 4. 1, 2, 3. Ja, okay, tun wir das auf 5. Nee, das tun wir auf 4. Und Medizin tun wir auf 5. Genau so. So, ich Slafin. Gut, ich auch. Oh. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, was das für komische Kästchen sind. Waren die ganze Zeit da? Ja, ich auch schon. Waren schon immer da. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, das ist doch irgendwas zum Ausfüllen. Da habe ich einfach mal 1 gedrückt und dann stand in dem Kästchen nur 1. Oh, nice. Du hast es ausprobiert. Richtig nice. So, erstmal Mampfen. Richtig Kelvin, fett. Kelvin, die Stämme sind leer. Ah, nee, das war's. Nein, komm her. Ja. Hol Stämme. Hol Stämme. Dann sei mal so stark und trag mal 2 auf einmal. Das wäre echt super. Und ich kann den mal upgraden, dem Typen. Ja, das wäre ganz praktisch. Also wir haben so viel Zeug, aber was man mit dem richtig machen kann, ne? Irgendwie. Zutritt verboten, verpiss dich. Fehlt denn da noch? 5-mal. Oh! Da sind ein paar Leute. Ja. 5. Einmal so eine Scheiße. Nein. Verpiss dich. Ein Klebeband. Einmal das und einmal das. Kombinieren. Ja, genau. Okay. Ich habe eine Zeitbombe gebastelt. Mit auch was basteln? Nur eine Frage der Zeit. Guck gerade, weil vielleicht kann man irgendwas, das kann man kombinieren. Batterien, mehr nicht. Hol es automatisch aus. Kombinieren. Handgefertigter Speer. Kann man einen Speer mit irgendwas kombinieren? Ich probiere gerade ein bisschen rum. Aber eigentlich kann man auch diese Skulpturen nicht mehr bauen, oder? Also die ist mit dem Stöcken und wo die Arme und Beine dran waren und so. Ja, genau. Das finde ich auch ein bisschen schade, aber man weiß ja nicht. Oder meinst du, wenn man jetzt einen Stock irgendwie hinbaut, ob man damit zum Arm oder so das vielleicht drauf stecken kann, müsste man ausprobieren. Müsste man ausprobieren, ja. Blatt. Blätterrüstung. Aha. Ganzen Pilze, die kann man auch eigentlich nur direkt essen, ne? Mehr kann man damit nicht machen. Man kann die nicht braten, nichts, ne? Pilze, ne, keine Ahnung. Oh, da fehlt doch noch essentiell haufenweise Zeug. Ich kann es mir einfach nicht mehr anders erklären.
Was ist eigentlich damit? Das habe ich ganz vergessen. Mit dieser Zielscheibe. Kann ich die irgendwo hin montieren oder sowas? Da zum Beispiel. Sieht doof aus. Kann ich die Zielscheibe dahin montieren? Da irgendwo dahin montieren oder so, dass man üben kann. Das wäre ganz cool, muss ich zugeben. Da zum Beispiel. Nö. Wow. Aber da kann ich es montieren. Ah ja, okay. Kannst du es vielleicht an die Hauswand als Beispiel? Ja, hatte ich schon, aber es sieht halt genauso aus. Achso, okay. Ja, weil es quer ist, sieht es halt so aus. Sieht schon besser aus, da hast du schon recht, aber ist ja alles im Weg, das ganze Feuer und sowas. An die Tür. Das ist gar nicht mal so doof. Hey, sieht gut aus. Nicht verbuggt. Schon winzig, Alter, diese Zielscheibe. Ja, wenn man hier wegsteht. Warum blinkt die Scheiße eigentlich? Blinkt die bei dir auch so komisch? Ja. Ist richtig doof, wenn man üben will und die ganze Zeit blinkt die Scheiße. Ja. Zwei. So, jetzt pass auf. So, bloß drauf hast. Daneben. Voll drüber, ja. Aber weil das der andere Pfeil ist. Also muss man so zielen, oder was? Ja, da habe ich, hab ich schon mal getroffen. Jetzt sitzt du daneben und guckst zu. Okay, also man muss eher so zielen und dann ist es so. Ah, ich komm zurück. Oh, scheiße. Nee, das war wieder daneben. Okay. Ist das ein bisschen. Ist das ein bisschen random? Ich weiß es nicht. Drunter? Wenn ich einfach nur drunter ziehe. Kann schon sein, dass ein bisschen Schwankung dabei ist. So. Alter, what the fuck? Es ist ein bisschen. Habe ich einen Fall mitgenommen? Ja. Ernsthaft, Calvin. Verpiss dich. Danke. Verpiss dich, Calvin. Und sie macht's nach, oder was? Es haut ja, mal komm, Kopf. Die hat mit ihrem Kopf volle Rotze. Da war so meine Zielscheibe verdeckt. Ja, komm nochmal. Ja, genau. Ja, genau. Hock dich hin. Ja, das ist okay. Ein bisschen weiter nach rechts. Also die Höhe hat schon gestimmt. In der Hinsicht. Ein bisschen weiter nach rechts. Aber irgendwie oder? Ist sie eigentlich voll die Freakshow, ne? Die eine Frau da mit drei Beinen und drei Arme. Dann der Calvin, der ja, komisch ist, der Typ. Ja, der hat einen Bäcker weg. Der Typ hat einen Bäcker weg. Boah, ich hab eine richtig geile WG. Jetzt habe ich die Scheibe mitgenommen statt den Pfeil. Mann, nein. Aber ich habe genau die 10 getroffen. Also ich glaube, ich hab's jetzt. Jetzt bin ich ganz täuscht. Ja, probieren wir es nochmal, oder? Hier, warte. So, hängen wir das hin. Gehe ich mal nach hinten. Das müsste Calvin, du sollst diese scheiß Stämme dazu voll machen. Oh ja, das schaut gar nicht mal so schlecht aus. Cool, Stämme. Behälter füllen. Also die KI dürfen es auch noch ein bisschen überarbeiten vom Calvin. Kunstdummeste. Also grundsätzlich. So, ne? Ja, vielleicht hat er auch Probleme irgendwie mit der Mauer außenrum. Keine Ahnung. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das schaut nicht schlecht aus. Also wenn ich so hingehe, ist okay, oder? Ja, sieht gut aus, ja. Bisschen weiter runter dürfte ich zielen, dann würde ich vielleicht ein bisschen besser treffen. Ich ziele mal so. Das ist so gesagt direkt runter. Also muss ich eigentlich so zielen. Ah, sieht sehr gut aus. Will ich erstmal diese Note. Ach Mann, ja gut, vielleicht nicht. Ja, die Scheibe will ich ja schon irgendwie da lassen, die ist irgendwie cool, wenn die da hängt. Schade, dass man da nicht so sagen kann, mal so sperren, irgendeine Taste drücken, damit du dann nicht mehr aus Versehen E drücken kannst. Weil das ist ja richtig dämlich, wenn du mit dem Pfeilen oder so drauf schießt, dass du da. Ja, oder dass man halt irgendwie
das irgendwo hinstecken kann, auf einen Stock oder so, fest verbaut. Das kommt vielleicht noch, weil es gab doch im ersten halt auch eine Zielscheibe. Ich verstehe nicht, warum die das alles rausgenommen haben. Ich kapiere das nicht. Wenn du die Map öffnest, ist es bei dir auch gerade verbuggt, dass du überall grüne Sachen hast? Wie grüne Sachen? Von der Frau, die ist doch so grün markiert und ich habe es gerade überall. Nö, bei mir ist nur sie halt da. Okay, ich habe gefühlte 15 so grüne Boppel jetzt auf der Map. Total. Oh, alles klar. Ich hoffe, dass es nächstes Mal weg ist. Nein! Komm zurück. Na gut, aber die Folge ist wieder zu Ende. Wir haben schon wieder eine Dreiviertelstunde. Was haben wir eigentlich gemacht? Gar nichts, keine Ahnung. Ich weiß es ehrlich gesagt echt nicht. Du hast so rumgeschossen, ja? Ja, ich weiß es echt nicht. Reh, ich weiß genau, wo ich hinziehen muss. Okay, ich hab dich erwischt. Bleib stehen! Aha, ein Reh. Oh, das ist ein Babyreh gewesen. Das ist natürlich jetzt ein gibt keine Babyrehs. Doch, sieht ziemlich nach Baby aus. Lol, das hat einfach echt was geholfen, ne? Ich hab das Dreh jetzt, echt. Tja, ich wäre jetzt nicht reingegangen, Reh. Oh, Alter, wie nicht. Assi! Komm zurück! Na gut, du hast Glück. Oh, ich weiß nicht. Entwickler, sowas muss nicht sein. Echt nicht. Oh, schwierig. Oh, wenn du so ein Reh erschießt mit den Pfeilen. Ich habe jetzt 3 Pfeile gemacht, ne? Haben 3 mal getroffen. Dann kippt es um und dann liegt es am Boden und zappelt so rum und schreibt und weiß wie in Hand das Pferd. Liegt das Reh da. Ja, bei mir auch. Oh, ich weiß nicht, ob das. Und dann erstmal so das Messer reinrammen. Schwierig, ja, ist schwierig. Sehr realistisch. Wieso? Ja, ich weiß nicht. Das muss eigentlich nicht sein. Also das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Das sind so zwar irgendwie Details, aber so Details, die ich nicht unbedingt brauche. Ehrlich gesagt. Naja, finde ich jetzt. Na, das stört mich also schon. Wenn die Eingeborene so am Boden rum, so nein, schlag dich auf mich und du mit der Machete, oh doch, denkst du, nice. Beim Reden, ja, ist doch wirklich so, das Reh will mich nicht killen und verspeisen. Aber du möchtest das Reh verspeisen. Genau, es ist andersrum. Genau. Achso, ich wollte die Folge beenden, lol, ich hab den voll vergessen. So, in den 3 Viertelstunden haben wir genau das geschafft. Okay, da läuft ja. Läuft bei uns. Ja, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao.